Im letzten Video haben wir uns die zwei Vertragsarten Kaufangebot und Kaufvertrag angeschaut. In dem Video schauen wir uns die Kaufnebenkosten an und die Leistung, die dem gegenübergesetzt wird. Einerseits kriegt ihr eine Übersicht, eine Kaufnebenkostenübersicht. Die Kaufnebenkosten sind einerseits die Grundbucheintragungsgebühr, die Grunderwerbsteuer, die Kosten des Vertragserrichters und die Maklerkosten, in Summe 10,6% inklusive der Umsatzsteuer. Ich möchte jetzt im Speziellen zu den Maklerkosten was sagen und darauf eingehen. Bei den Maklerkosten steht entsprechend die Leistung dahinter. Der Makler muss einmal die gesamten Unterlagen erheben, muss die sichten, muss die dann auch bewerten, muss dementsprechend die Einflussfaktoren und Besonderheiten auch im Exposé ausweisen. Er erstellt dann ein Exposé, macht möglicherweise die Besichtigung, Fotos, möglicherweise auch im virtuellen Bereich und bewirbt dann die Immobilie über Plattformen, auf die Homepage, in Zeitungen, führt die Besichtigungen durch, begleitet den Käufer, den Verkäufer zum Rechtsanwalt, zum Vertragserrichter und natürlich auch darüber hinaus. Macht dann die Übergabe der Immobilie, ein Übergabeprotokoll und informiert dann die Hausverwaltung über den Eigentümerwechsel und hilft dann auch noch bei der Strom-Um- und Abmeldung oder beim Internetprovider. Welche Schritte macht der Anwalt, wenn das Kaufangebot unterschrieben und übermittelt ist? Ab da, wo das Kaufangebot an den Anwalt übermittelt wird, beginnt die Arbeit mit der Erstellung des Kaufvertrages. Und der Kaufvertrag ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Im Kaufvertrag wird einfach das Kaufangebot umgesetzt. Daneben wird aber auch die treuhändige Zahlungsabwicklung geregelt. Es werden Treuhanderklärungen von finanzierenden Banken eingeholt, Löschungsquittungen von finanzierenden Banken des Verkäufers, damit also auch der neue Eigentümer ohne die alte Hypothek die Wohnung oder die Immobilie erwerben kann, und es werden alle Genehmigungen und Anzeigen beim Finanzamt, allenfalls bei der Grundverkehrsbehörde und alle sonstigen notwendigen Schritte einfach vom Vertragserrichter in einem übernommen. Im Vertragserrichterhonorar sind alle Leistungen inkludiert, auch die treuhändige Zahlungsabwicklung, alle Nebenleistungen, auch Telefonate, Besprechungen und alles, was sonst halt noch so anfallen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal.